Sie ernähren sich vom Blut ihrer Beute. Mensch und Tier stehen auf dem Speiseplan dieser tödlichen Insekten. Man nennt sie nicht umsonst Raubwanzen. Und jetzt ist dein Haus von ihnen befallen. Was wirst du nun tun? Wie überlebt man einen Raubwanzenbefall? Raubwanzen sind dunkel gefärbt. Sie sind braun oder schwarz und haben rote oder orangefarbene Flecken auf ihren Flügeln. Sie sind etwa 2 Zentimeter lang und haben einen kegelförmigen Kopf. Sie beißen Menschen, vornehmlich in der Mundregion. Deswegen werden sie im Englischen auch Kusswanzen genannt. Aber es ist ein tödlicher Biss, denn sie übertragen die Chagas-Krankheit, eine Infektion, an der man auch sterben kann. Wo auf der Welt kommen Raubwanzen vor? Welche lebensbedrohliche Erkrankung tritt erst Jahrzehnte nach dem Biss auf? Wie verhinderst du, dass Parasiten in deinen Körper eindringen? Schritt 1. Vorsicht bei blutigen Bettlaken. Raubwanzen sind nachts aktiv. Du bemerkst sie erst, wenn sie sich schon in deinem Haus ausgebreitet haben. Sie beißen Menschen meistens im Schlaf, daher sind Matratzen und Kissen die ersten Orte, die sie befallen. Blut auf den Laken weist auf einen Befall hin. Ihr Biss ist schmerzlos und es bilden sich Flecken um deinen Mund herum wie bei Nesselsucht. Um die Schwellung zu lindern, reinige die Stelle mit Wasser, lege Eis auf und verwende ein Antiseptikum gegen den Juckreiz. Schritt 2. Fasse die Wunde nicht an. Zum Glück wird die Chagas-Krankheit nicht über den Biss von der Raubwanze übertragen, sondern der Infekt kommt aus ihren Fäkalien. Nachdem sich das Insekt an deinem Blut satt gefressen hat, kackt es. Gelangt der Kot durch Mund, Nase oder Augen in deinen Körper, infizierst du dich. Ebenfalls kann der Kot durch Kratzen oder Berühren der Bissstelle in die Bisswunde gelangen. Schritt 3. Nicht unvorsichtig werden. In den USA sind mehr als 300.000 Menschen Träger des Parasiten, der die Chagas-Krankheit verursacht. In Mittel- und Südamerika insgesamt sind es bis zu 8 Millionen. Doch Raubwanzen kann man überall auf der Welt finden. Im US-Bundesstaat Delaware biss eine Raubwanze ein junges Mädchen ins Gesicht. Ihre Familie tat das Richtige und rief die Gesundheitsbehörde an. Das Mädchen wies keine Symptome auf. Zum ersten Mal wiesen die Behörden in Delaware eine Raubwanze nach. Wo auch immer du bist, hüte dich vor diesen tödlichen Bissen. Schritt 4. Ärztliche Hilfe holen. Hast du dich mit dem Chagas-Parasiten infiziert, sind die ersten Wochen die wichtigsten. Du wirst leicht grippeähnliche Symptome aufweisen. Je geringer die Anzahl der Parasiten in deinem Blut, desto schneller wirst du dich wieder fühlen. Es befinden sich immer noch Parasiten in deinem Körper, auch wenn du keine Symptome mehr aufweist. Dies ist die chronische Phase der Infektion. Bis zu 30% der Menschen weisen erst nach 10 bis 25 Jahren nach dem Biss lebensbedrohliche Symptome der Chagas-Krankheit auf. Dies äußert sich durch unregelmäßigen Herzrhythmus, ein vergrößertes Herz oder eine erweiterte Speiseröhre. Ist die Krankheit erst einmal in der chronischen Phase, gibt es kein Heilmittel mehr. Behandle dich deswegen frühzeitig. Glaubst du, diese Wanzen haben dich gebissen, begebe dich sofort in ärztliche Behandlung. Schritt 5. Fang sie. Möchtest du den Befall selbst beseitigen? Fang eine Wanze. Verwende einen Behälter, um nicht mit ihnen in Berührung zu kommen. Reinige die Stelle, wo du sie gefangen hast, unbedingt mit Bleichmittel oder einer Insektizidlösung. Kontrolliere deine Haustiere, falls sie draußen waren. Entdeckst du eine Wanze? Trage sterile Handschuhe, um die Insekten zu entfernen. Geschafft! Du hast einen Raubwanzenbefall überlebt! Leg das Insektizid lieber weg, weil es beim nächsten winzigen Blutsauger, der dein Haus befallen hat, nicht wirkt. Keine Sorge, wir helfen dir auch das zu überleben.